Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Sandy. Ja, ich lebe noch. So, ich mache heute mal ein bisschen Fitnessstudio, mich schon mal auf den Osterhasen drauf vorbereiten, der es über Ostern dann gibt, ne, als Mittagessen. Der setzt ja eventuell ein bisschen an, ne? Und Für ja, dich gibt es nur falschen Hasen. Moin. okay, wie der ja hört im Hintergrund, ist auch Zippo zugange, mein Mann. Ja, er macht das Fitnessstudio schon ein bisschen länger. Ich natürlich halte von Sport nicht unbedingt viel. Er natürlich vom anderen Sport, wo ich jetzt nicht drauf eingehe, hält er natürlich viel von, ist ein Mann. Ich halte mich gerne hier ein bisschen ab und zu mal auf dem Fitnessstudio. Hab's lang Befriedigt das nicht. nicht? Hab das lang nicht, hab's lang nicht gemacht und deshalb möchte ich es euch ein bisschen näher bringen. So, hier kann man sich ein bisschen aufhalten bzw. warm machen. Lol. Ne, zum größten Teil muss ich leider gestehen, sind es viele Adultsim. Adultsim sind in Second Life. Für diejenigen, die Second Life noch nie so ganz gut kennen, ist alles rundrum um Sex zu tun. Ne, dann darf man sich nackig machen und so weiter und so fort. Und ich möchte ja euch zeigen, was es außerhalb davon gibt und so weiter und so fort. Was das Lucky Leder hier sind und die Flaschen sind, kommen wir später drauf zu. Ihr braucht ja jetzt erstmal diese Hut, die ich hier unten dran habe. Wenn ihr hier auf der Sim landet, die Landmarke tue ich unter dem Video drunter verlinken, werdet ihr gleich bombardiert mit Join In, mit Gruppe. Das ist, glaube ich, die Gruppe hier von dem Land. Oder ich weiß es jetzt nicht ganz genau, Schatz. Das ist richtig. Wenn man hier landet auf der Sim, kriegt man die Gruppe von diesem Land. Richtig, Man und musste nicht joinen, das ist jedem selbst überlassen. Wichtig ist nur zu joinen die SML-Gruppe. Man sieht es richtig. über die Köpfen, SML-Member, die Gruppe ist wichtig. Richtig. Da klickt ihr hier drauf, dann kriegt ihr auf der Symbol hier unten mit der Hat, keine Angst, die ist kostenlos. Dann kriegt ihr hier in dem öffentlichen einen Link in die Gruppe zu joinen. Die Gruppe ist auch kostenlos, einfach beitreten. Und dann kriegt ihr hier die Hut dazu. Ne, ihr kennt's einfach am besten ist es, man darf hier auch retzen. Ja, am besten ist es vor der Tür. Ich habe das vorhin mal versucht, hier im Gebäude zu machen. Funktioniert nicht. Sagt er, nee, will ich nicht. Ihr bekommt, wenn ihr die Hut, wie gesagt, ist umsonst. Ihr habt ein Startguthaben, das ist in diesem Fitnessstudio die Währung dafür. Ne? Sag ich jetzt einfach, oder wie sagst du dazu, Schatz? Ich sag Ja, einfach Goldwährung. es ist eine Goldwährung, es ist halt eine eigene Währung vom System her. Oder so kann man auch sagen, ja. Eine SML ist ja ein System vom Fitnessstudio gedacht und die haben eine eigene Währung. Richtig, so kann man es auch sagen, ja. Und man hat eine Startwährung, die sind 1000 Gold und dann kann man sich die Tasche holen. Wie gesagt, für was die Tasche beinhaltet, komme ich auch noch mal gleich drauf zu. Das Bändchen da oben, das muss man nicht unbedingt haben. Es ist so ein bisschen, ja, man kann ein bisschen damit angeben und kann sagen, hey, ich arbeite im Fitnessstudio oder ich trainiere im Fitnessstudio und sowas und so weiter und so fort. Solltet irgendwas sein mit der Hut, ist wie überall, ist jetzt neuerdings auch in Second Life, findet man ja überall, kann man hier draufklicken und dann kriegt man die Hut und eventuell auch, was weiß ich, wieder, ne? Also von dem System hier, von dem, ne? Ich habe es noch nicht gebraucht und genutzt und Schatz auch noch nicht. Wie gesagt, was das alles für Flaschen sind und ne? Also für Flaschen, die man verwendet und nutzt und so. Damit verweise ich euch, wie gesagt, auf den Kanal mit dem Schatz. Der macht da noch mehr Videos drüber. Ich kann nur euch sagen, was ich weiß. Und zwar, ach, passt ja wunderbar. Hier ist gerade ein Z,
Ne, beim Nackeleder von den Flaschen hat sich natürlich wieder mein Schatz gekrallt, ist klar. Jetzt kann ich es natürlich euch nicht zeigen, aber dann muss ich es halt an einer anderen Flasche zeigen. Ne, hier oben. Du liest das aber auch im Local Chat. Ja, das auch. Und hier oben diese, wie heißt es, hier oben das, die schwarzen Flaschen, weißt du, das heißt, wie heißt das auf Englisch? Daily Items. Okay. Dann, weil ich kenne mich ja mit Englisch Google, ne? Sage ich nur so weit zu viel. Hashtag Werbung Google. Google übersetzt mir ja fast alles. Und ja, ich versuch's natürlich auch Englisch, aber lassen mal, es ist ein anderes Thema. Hier oben drüber, die kriegt's nur alle 24 Stunden, ne? Richtig. Und da kann man, glaube ich, 10 Minuten länger trainieren oder so. Wie gesagt, was nein, ist... Nein. Das schwarze Ding, 10 Minuten länger, nein, das ist nicht der Fall. Ihr habt unten in der Hand einen grünen Balken. Ja, da steht drin eine Fit-Grind, oder wie das denn heißt. Ja. Und dahinter eine Zeit. Ja. Nur ist diese Zeit auf null, kannst du nicht mehr trainieren. Das schwarze Ding da oben ist eigentlich plus 10 Minuten drauf. Das heißt, wenn du unten auf null bist, du benutzt das schwarze Item, kriegst du 10 Minuten drauf. Okay. Aber du hast aber irgendwo eine Grenze drin. Du kannst, glaube ich, eine halbe Stunde, ne? Und die halbe Stunde kannst du nicht erhöhen. Okay. Du müsstest quasi 10 Minuten davon abarbeiten und erst dann kannst du das Item nutzen. Okay. Es gibt natürlich auch, wie mein Schatz so sein, wie wir, die mir uns natürlich ein bisschen kennt, wir machen ja auch dieses Crafting, ne, was es in Second Life gibt, hat mein Schatz ja auch ein Let's Play drüber gemacht, gibt es natürlich hier auf der Seite auch eine Hauptsim. Da bin ich momentan noch nicht, ich kann euch kurz hinführen, ist kein Thema, aber, oder auch, und auch zusätzlich noch den Link unten verlinken, aber da ist Lucky wie Sau. Also da ist Lucky, da ist sonst was, da kriegt man auch die ganzen Geräte, wenn ihr es euch für eure Sim holen wollt, für euer Zuhause, da bekommt ihr die. Gehe ich auch noch kurz einen Schluss mit hin. Also, ihr müsst jetzt nicht hier der ganze Tag hier stehen bleiben und müsst warten, bis euer Buchstabe kommt. Nein. Weil es gibt jede Menge, ich mach mal hier den Ordner auf, wo die Landmarken drin sind. Wo die Landmarken gibt, zeige ich euch auch gleich. Ihr habt hier jede Menge Sims, wo diese Lucky Leders gibt und auch diese hier oben, diese Sonderdinger gibt. Ne? Da kann es natürlich hin und wieder sein, dass ihr gleich hinkommt und ihr habt entweder dieses Hashtag-Zeichen, das ist, dann könnt ihr die Flasche so nehmen ohne Buchstaben. Ist wie bei uns bei Klamotten, ist ja, wenn wir Weiber Klamotten Lucky Leder machen, ist ja dieses Fragezeichen. Ne? Da kann man sich einfach die Klamotten so anklicken und nehmen, ohne zu warten mit den Buchstaben. Und dann ist da nochmal, hier ist es ein Hashtag, hier ist es kein Fragezeichen, ein Hashtag-Zeichen. So, und dann klickt man dann drauf, ne? Ich habe momentan ja keinen Buchstabe, deshalb muss ich es euch an einer normalen Flasche zeigen, also an einer normalen weißen Flasche, die ihr dann benötigt zum Trainieren, wenn dann ihr anfangen tut, irgendwann hier die Geräte zu benutzen, dann tut ihr ja Ausdauer, wie im richtigen Leben auch. Dann geht das Blaue hier, was hier blau ist, geht dann nach unten. Um das dann wieder zu hoch zu bekommen, dafür ist auch ein bisschen die Währung dafür da, dass ihr die Flaschen, ist so ein bisschen just for fun, dass man hier die Flaschen kaufen kann und dann klickt ihr hier auf die Flasche wieder drauf, wenn zum Beispiel, ne, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel, ich gehe nochmal draußen hin, wenn ihr jetzt hier nochmal eine Flasche kriegen würdet, ne, und es würde jetzt ein Zeichen aufklicken in der Zwischenzeit, ein Z oder ein Hashtag, da habt ihr ja auch hier die weiße Flasche. So, dann könnt ihr sie behalten, ihr könnt sie aber auch wieder umwandeln in Gold, in Währung. Dann müsst ihr hier auf Seel klicken. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig aus. Wie heißt richtig, Schatz? So. Okay. Dann klickt er hier drauf und dann seht ihr hier, kriegt er Gold in der Hut.
die Goldwährung in der Hood hat dazu Bewandtnis, dass man die Flaschen, die es hier gibt, kaufen kann. Also es gibt natürlich, wie in jedem Fitnessstudio auch, was man von ReLife kennt, besondere Trinkflaschen. Ne? Was die alle beinhalten, für was die alle sind, das Video würde unheimlich zu lang werden. Das will ich euch nicht aufhalten, weil man ja weiß, auf YouTube dürfen die Videos ungefähr nur 5 Minuten dauern. Und wie gesagt, hier sind dann die ganzen Geräte, wo man dann trainieren kann, von Handhandeln bis was weiß ich. Und dann hier hinten sind die ganz großen, die natürlich dann auch genutzt werden können. Ich glaube, bis zu 400 oder was geht's, glaube, ne? Die Stärke oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall bekommt ihr hier vorne noch die Landmarken. Ne, ihr könnt mich natürlich im Game natürlich anschreiben. Das heißt Zitrone79. Wenn der die sucht, findet ihr die hier oben einfach auf das Symbol gehen, auf, weil ihr braucht hier unten die Lupe nicht. Das Symbol braucht ihr nicht. Ihr habt sie hier oben feststehend. Ne, dann geht ihr hier oben auf Leute und gebt einfach hier auf der Suche Zitrone79 ein und dann findet ihr mich. Ne, hier unten Profil und oder ihr gebt Zippo ein, da findet ihr ihn auch. Ne, obwohl hier gibt es natürlich mehrere Zippos, wie es schon heißt, ne, und so weiter und so fort. Und aber das ist er nicht hier, er ist nur oben Zipporino. Ne? So, und vielleicht noch eine Sache zu den Landmarken, die es hier gibt. Ne? Also wir legen nicht die Hand ins Feuer, sag ich mal, dass diese Liste abgedatet wird. Ich vermute mal eher nein. Wenn ihr herkommt, werdet ihr wahrscheinlich ein paar Landmarken haben, die nicht funktionieren. Die richtig. Könnt ihr natürlich löschen. Richtig. Wollt ihr, wenn ihr wollt und die Originalliste oder die abgedatete Liste haben, einfach uns beide mal anschreiben. Sandy Zitrone hat sie und ich habe sie auch. Richtig. Wie ne, gesagt. Das kann man teilen, kann man rüberschicken, den ganzen Ordner. Also, ne? Und ich versuche halt die Liste up to date zu halten. So, welche war jetzt nochmal die Hauptsim? Die hier, glaube ich. Die Felixtoe. Nicht die. Felixtoe. Felixtoe, okay. Ihr wisst ja, SL gibt es mit Landmarken, ne? Und man springt von Landmarken, das sind hier diese Landmarkepunkte, und dann springt man von A nach B. Ihr wisst ja, was Teleporter heißt, ne? Also die ein bisschen Game-Erfahrung haben, ihr wisst, was Teleporter heißt. Ich habe mir überlegt, ich mache noch eventuell Zusatzvideo, weil es gibt diese, ihr kennt es, so wird mein nächstes Video handeln, im Rollenspiel. Ne? Jeder von euch kennt, macht viel Gore oder dieses ganze Quatsch hier in SL. Was man diese Gore-Ketten, was das beinhaltet. Ich kann es leider nicht abändern, mit abschalten oder so weiter und so fort. Ich hätte es euch gerne erspart, aber wie ihr seht, laufen hier Männer nur großartig rum, die ihr unbedingt den Schwanz zeigen müssen, wie geil sie den doch hätten und haben und so weiter und so fort. Ist leider dieses Klischee von SL zum größten Teil. Man kriegt's halt nicht raus. Ja, deshalb werde ich auch dieses Video leider machen müssen über 18. Das ist das einzigste Video, was ich über 18 machen muss werde, weil das beinhaltet die ganzen, die ganzen Sexgeschichten, was es hier auf eine Art und Weise auch noch gibt. Was ich auf diesen Sims leider nicht abändern kann. Wie gesagt, hier sind die ganzen Flaschen. Hier wartet man dann ab, man kann warten, man muss nicht, bis die ganzen wie gehabt, ne, wie ich eben euch auch erklärt habe. Und hier ist total laggy. Ich muss mich für meine Grafikkarte entschuldigen. Bis ich das hier lade, dauert das 4 Jahre. Und hier gibt es, wie ihr schon seht, die ganzen Geräte für eure eigene Sim zu kaufen.
Gehen wir mal hier drauf, kostet ein Gerät 1000 Linden. Na, die muss man natürlich wieder in Linden reinpacken. So, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video, oder gefällt euch weiterhin. Das nächste Video wird handeln, wie das ach, da ist gerade ein Z, das wird sich mein Schatz wieder krallen, aber ich bin schneller. So, sieht er, und dann einfach hier draufklicken und dann auf Sale und dann tun wir es verkaufen. Und hier gibt es eventuell noch so, kann man sich angucken, wer auf Platz 1 ist, ist auch so und wieder so ein bisschen, ne, wer hat den stärksten, ne, wie bei Männern halt auch, wer hat den größten, wer hat den kleinsten. Und nicht? Muss ich eingrätschen? Das Board ist dafür da, das ist die zweite Möglichkeit, um ein bisschen Gold zu kommen. Das Board funktioniert im Wochentakt, ne? Und es ist halt wichtig, die Stärke hochzubringen. Und in der Woche, wie viele Stärkepunkte man hat, bekommt einen Preis. Wenn du unter den erstbesten 5 kommst, ist das schon gut. Ist eigentlich so ein kleines Goldfarm. Okay. Nur man muss bedenken, wenn man an diesem Board ist, dann sollte man auch durchziehen und keinen Tag in der Woche Pause machen, weil die Konkurrenz schläft nicht. Hier kann man sich normale Getränke holen, ne? Ist auch so ein Ding fun. Wie gesagt, meine Grafikkarte ist nicht das Beste. Und wie Mehr gesagt, dazu in verschiedenen Teilen bei mir auf dem Kanal. richtig, kurz und bündig, genau. Also, ich verlinke den Kanal unten drunter auch nochmal unter dem Video. Wenn ihr weiteres wissen wollt, einfach, da muss ich auf mein Mann zurückgreifen, auf Zippo. Da kennt sich der besser mit aus mit dem Fitnessstudio-System, außer wie ich. So, weil Vielleicht es ja. noch eine Sache. Also, ich vermute mal, guckt am besten nach Ostern mal rein, weil momentan habe ich ein bisschen Probleme mit dem Internet. Also ich weiß nicht, wann ich die hochgeladen kriege, aber ich vermute mal so, ab nach Ostern wird es wahrscheinlich wohl oben sein. Oder auch schon früher, mal gucken, wie es Lust und Laune begeht und auch die Internetverbindung bei ihm geht, ne? Weil man weiß ja, nee, das sage ich jetzt nicht. Und ja, ich wünsche euch noch, natürlich ist es jetzt vor Ostern oder Karfreitag heute aufgenommen worden. Ich wünsche euch schon mal frohe Ostern und kommt gut durch die K-Situation, ne? Oder C-Situation. Situation und Eiersuchen nicht vergessen. Ja, Eier suchen. Ja. Hashtag Werbung Eier suchen. Ja, gut. Okay. Bis, wie gesagt, das nächste Video wird dann dadurch bestehen, mit dieser Kette, was diese Kette beinhaltet. Und was man da eventuell mit Scheiße bauen kann. Ob das jetzt noch anschließend was wird, weiß ich noch nicht. Ansonsten das weiterhin auf dem Laufenden werde ich euch halten. So, bis die Tage dann, eure Sandy. Tschüss. Und Zippo, genau. Tschüssikowski. Und schön gesund bleiben.